Das ist nicht Berlin, Stuttgart oder Mallorca. Hier feiern Deutschland-Fans auf den Molukken in Indonesien. Und die Mannschaft heißt hier der Panzer. Panzer! Ich persönlich mag der Panzer sehr gern. Wieso lieben so viele Indonesier das DFB-Team? Dieser Film beginnt mit ein paar Schnappschüssen. Ein Bekannter schickt uns Fotos von schwarz-rot-goldenen Häusern, die auf den Molukken stehen sollen. Kurz vor Australien, da liegt die Hauptinsel, Ambon. Gibt es hier wirklich eine große deutsche Fankultur? Und wenn ja, warum nur? Wir müssen nicht lange fahren und sehen die ersten Zeichen. Die Fahne gehört Arthur Mahulet und seinen Freunden. Deutschland-Fans, der Panzer nennen sie sich. Woher kommt der Name? Der Panzer, so heißen die Fans der deutschen Nationalmannschaft. Es steht für die solide und kraftvolle Teamstärke. Eine Mannschaft, die auf Zusammenhalt setzt. Ich persönlich mag der Panzer sehr gern. Bagi saya sendiri sangat fans sama tim Panther Panzer. Der Panzer, Name für Fans und Mannschaft. Er stehe für die deutsche Tugend, niemals aufzugeben. Der Fanclub im Dorf Bogerlaga hat einen eigenen Schlachtruf in einer Art Fantasiedeutsch. Ein Meeting für der Panzer. Ein Meeting für der Panzer, das hat ein Deutschlehrer gemacht. Es bedeutet im Herzen, vereint für den Panzer. Für die Spiele der deutschen Nationalmannschaft machen wir daraus Banner und hängen die am Dorfplatz bei uns in Bogerlaga auf. Eine große deutsche Community gibt es hier nicht. Eine koloniale deutsche Vergangenheit? Nein. Trotzdem, überall werden wir auf den Panzer angesprochen. Etwa von diesem Wachmann. Der hat sich die Namen seiner großen Lieben tätowiert. Scheller seine Frau und natürlich die deutschen Farben. Dieses Tattoo habe ich mir nach dem 7:1-Sieg von Deutschland gegen Brasilien stechen lassen. Darum habe ich das. Woher kommt diese Begeisterung? Wir suchen an der Gesamtschule Ambon nach Antworten. Denn die Kinder lernen hier Deutsch. Ja, guten Morgen, alle zusammen. Frau Toam Soa, die Deutschlehrerin, glaubt, es könne an der deutschen Kultur liegen. Die Kirchenmusik von Bach, die Literatur und die Sprache. Wir mögen Deutsch, weil wir von den Holländern kolonialisiert wurden. Und es gibt Wörter, die wir sagen, die sind dem Deutschen sehr ähnlich. Außerdem lieben hier alle Fußball. Besonders einer. Alwi, der wohl treueste Deutschland-Fan auf den Molukken. Obwohl er noch nie in Deutschland war, gleicht sein Zimmer einem DFB-Schrein. Das ist der Spieler, den ich momentan am meisten mag. Jamal Musiala, der beste junge Spieler gerade. Dann Joshua Kimmich. Das ist das Trikot von 2020. Klose, noch mit 3 Sternen. Eigentlich gehören da 4 hin. Das ist unser Kapitän Lothar Matthäus. Das war 1990. Ich wurde am 8. Juni 1990 geboren. Ein Monat später hat Deutschland den Pokal hochgehoben. Fritz Walter, der Kaiser, hängen hier. Aber ein anderer hat es Alwi ganz besonders angetan. Das ist mein Idol, Philipp Lahm.
Es ist so schade, dass er so früh zurückgetreten ist. Ich verehre ihn, weil er ein disziplinierter Spieler ist und andere immer respektiert hat. Bis zu seinem Rücktritt hat er nie eine rote Karte gesehen. Meiner Meinung nach ist er der beste Linksverteidiger aller Zeiten. Als Deutschland gegen Spanien spielt, kommen viele Panzerfans und auch ein paar Spanien-Anhänger. Trotz später Anstoßzeit um 1 Uhr nachts. Auch Alwi kommt. Und während wir mit ihm das Spiel gucken, wird plötzlich klar, Fußball fühlt sich einfach überall gleich an. Fan ist Fan, ganz egal, ob in Stuttgart im Stadion oder in Ambon. Die Freude wie der Schmerz. Alwi nach der Niederlage schwer enttäuscht. Hätten wir gewonnen, hätten wir auch wieder einen Corso gemacht. Ein Moped-Corso, wie nach dem Achtelfinalsieg gegen Dänemark um 5 Uhr morgens. Doch diesmal nicht. Aber, sagt er uns später, in 2 Jahren sei ja WM. Er hoffe, da klappe es mit dem Titel. Da geht es ihm, wie jedem anderen Fan, eben auch.